Hi ho und willkommen zurück beim zweiten Kapitel der Traum eines Imperiums. Wir sind hier dabei, also wir sind ja vergiftet und versuchen uns jetzt frei zu kämpfen. Weil können wir uns ja nicht so gefallen lassen, wie die Situation hier ist, ne? Kann ja jeder kommen. Oh, die rennt einfach weiter. Ist doch ihr Traum. Lass doch die Ole Majal da sterben. Du hast doch einen Heiler als Gefährten, oder nicht? Ja und? Wir kennen uns noch nicht so lange. Was greifst denn du mich an? Entschuldigung. War da bestimmt auch wieder so ein Anzeigefehler. Machen sonst immer meine Gefährten, die kämpfen dann vor mir. Obwohl sie irgendwo anders kämpfen. Ich weiß ja nicht, wo das war. Es gibt so viele tolle Varianten hier, Thumbnails zu machen. Ich komme gar nicht zurecht. Meine Fährte ist ein Dovi. Vision der Vergangenheit. Das war der Ole Barras. Stimmt. Und Norman Carr. Ja, wer war jetzt Norman Carr, war? Der hier. Ja. Ja, es ist klar, dass der das da war. Aber wer war der in der Story? Ach so. Weißt du nicht mehr. Ist der ehemalige Meister von Jessa. Ah. Den. Da warst du auf Futter gewesen bei dem. Na toll, hast du getrödelt, hä? Eure alten Einstellungen haben euch aufgehalten. Ihr habt euer wahres Potenzial nicht annähernd ausgenutzt. Es ist Zeit, dass ihr es entfesselt. Ich weiß, was ich sein sollte. Wenn ihr einen Plan habt, lasst ihn hören. Unser gescheitertes Imperium. Ihr wart den grausamen Narren, die die Verantwortung trugen, immer überlegen. Das Imperium ist durch euch gescheitert. Jemand wie ich könnte es zum Sieg führen. Verschwendet keine Zeit damit, dem Pfad von Ma und Malgus zu folgen. Es gibt hier keine Erlösung. Der Rat der Sith, der imperiale Geheimdienst, die Mandalorianer, sie alle scheitern. Nur ihr alleine erreicht den Sieg. Ich bin in Carbonit gefangen, sterbe durch Gift und spreche mit euch. Ein Sieg fühlt sich wohl anders an. Eine Raupe verpuppt sich, damit ihr Flügel wachsen. Sie kriecht nie wieder und blickt nie mehr zurück. Das Imperium ist es nicht wert, gerettet zu werden. Und die Republik ist es nicht wert, zerstört zu werden. Uns erwartet ein weit größeres Ziel. Moment, ich muss ganz kurz Folgentitel aufschreiben. Wie geht's denn jetzt weiter, Mensch?
Das Imperium ist stärker, als ihr denkt. Ich werde meine Heimat nicht im Stich lassen. Lasst euch nicht durch Rührseligkeiten die Realität vernebeln. Sie brauchen einen Sündenbock für ihre Niederlage. Sie haben euch gewählt. Sollen sie kommen? Es ist ihr Begräbnis. Ihres oder eures? Das liegt allein an euch. Entscheidet euch schnell. Imperium, Republik, beide fallen vor dem ewigen Thron. Ihr könnt die Zukunft nicht aufhalten. Rettet euch! Ihr habt uns im Stich gelassen! Büßt für eure Verbrechen! Sterbt! Stirbt. Die musste hier aufkratzen, die Leichen, ja. Steht, glaube ich, so ja auch in irgendeiner Aufgabe. Nee, die nicht, die hier. Imperiale Bürger. Das ist ja anklickern da. Dankeschön. Bitteschön. Deswegen bin ich ja hier, oder? Oh, ich kann Droiden noch sammeln. Fein, fein. Muss ich da rüber? Nee, jo. Ah, da hinten sind da auch noch welche. Ja, eine Treppe hoch. Da ich hier in der Aufnahme habe ich bei mir mal so gerätselt, wo ich gerade bin, wisst ihr? Also welchen Teil von Drom und Kaas? Ich glaube, hier ging irgendwie die Treppe hoch zu diesem, zu den Händlern irgendwie. Muss ich passen. Hm.
voll hell. Mal so zu runterguckt. Mhm, genau das meinte ich. Mir kommt das alles vor wie so ein Traum. Hat es euch gefallen, ihn selbst zu töten? Ich spürte, dass ihr euch übergangen fühltet, als ich ihn ausschaltete. Dieser Traum ist für euch ein großer Witz, oder? Ich möchte euch nur die Augen öffnen. Na toll. Was wird erzählen? Ich finde das so, ist so spannend, so aufregend. Du hast überhaupt keine Gedankengänge hier. Alleine der hier schon, da musste ich so lachen. Wisst ihr warum? Weil ich Gronkh-Druide gelesen habe. Nee, ich nicht. Nicht? Na gut. Tut mir leid. Ich weiß, dass ich hier was erzählen muss, aber ich bin hier so gefesselt und überwältigt. Ich hänge einfach nur da und denke mir, boah, geil, oh, 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 toll, oh, oh, geil, oh. So, das... Aber das möchte ich halt ja nicht die ganze Zeit sagen, deswegen sage ich lieber nichts. Ja, ist richtig. Sagt man lieber's nischt. Also ich finde das gerade alles sehr, sehr spannend und... Ja, aber ist ja richtig, aber trotzdem muss man ja irgendwas mal erzählen. Ich meine, alleine schon Drum und Gras, wo ich gesagt habe, und ich meine, das habe ich bei mir auch gemacht gehabt. Von wegen, wo ist man jetzt hier eigentlich? Welcher Teil von Drum und Gras ist das? Na, ich denke mal, das war da oben, wo die ganzen, ja, wie du gesagt hast, Händler sind. Zumindest sah es für mich so aus. Sich alles veränderte. Für mich, für euch, für die Galaxis. Ihr habt hier jedes lebende Wesen getötet. Sie starben und öffneten meine Augen für die Wahrheit. Ich bin dem Griff des Todes lange entronnen. Das Einzige, was ich lustig finde, ist, ich meine, der redet mit uns, aber bewegt seine Lippen nicht. Das war ein Bauchredner. Das heißt eigentlich Sascha. Die und die Sith haben die Unsterblichkeit angestrebt. Was macht euch zur Ausnahme? Ich lasse mich nicht durch die Lehren des Scheiterns aufhalten. Unser Fleisch ist nicht das, was wir sind. Stimmen, Hände, Kinder. Ich brauche diese einfachen Mittel nicht mehr. Ich bin endlich wirklich frei. Ihr seid zu mir gekommen. Warum? Unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ich habe alles getan, was ich konnte, um euer Leben zu bewahren. Warum solltet ihr das tun? Ihr seid ein Teil von mir, den ich erhalten möchte. Oh. Ich kann euch nur retten, wenn ihr leben wollt. Ihr könnt es zerstören. Helft mir! Noch nicht, aber bald. Was
Was hat denn der da im Mund? Eine Reste von einem anderen. Seid die Einzige, die es je mit meinem Überlebenswillen aufnehmen konnte. Es geht nicht ums Überleben. Ich muss einen Krieg gewinnen. Nein, der ist schon lange vorbei. Da ist er. Der Wichser. Der ewige Thron. Der neue Machtsitz in der Galaxis. Das kann nicht sein. Wie lange war ich? Länger als ihr glaubt. Sakul hat meine Erwartungen übertroffen. Die mächtigste Flotte der Geschichte und eine Armee von Wächtern, die wissen, dass die Macht mehr ist als nur die helle und die dunkle Seite. Aber meine Kinder missbrauchen ihre Macht. Ihr habt Nachkommen gezeugt. Und vergessen, dass Dynastien auf den Knochen ihrer Gründer erbaut werden. Eine Vergangenheit hinter mir zu lassen, brachte mir Freuden ein, die ich mir vorher verweigert hatte. Ich habe auf Sakul die Liebe erlebt. Wer weiß, vielleicht findet ihr sie auch. Ich habe mein Leben jemandem gewidmet. Eure Kinder haben uns auseinandergerissen. Und doch könntet ihr wieder zusammenfinden. Wir müssen uns um meine fehlgeleiteten Kinder kümmern, bevor sie alles ruinieren. Ich wusste doch, dass ihr etwas wollt. Alleine könnt ihr sie nicht aufhalten. Sie sind tödlich. Und was schlimmer ist, es mangelt ihnen an Disziplin. Unterschätzt sie nicht. Wir müssen zusammenarbeiten, um eine Chance zu haben, den von ihnen verursachten Schaden zu beheben. Eure Tochter kann mich sehen. Vaylin war schon immer mein Liebling. Was ist los? Interessant. Hört meine Stimme, Kind. Befreit mich jetzt, dann werde ich gnädig sein. Das wollte ich eigentlich nicht zu ihr sagen. Eher hatte ich was anderes im Sinn gehabt. Wacht auf, wir müssen los. Wetten, ich bin jetzt wieder auf der Flotte? Nee, der Bildschirm sieht anders aus. Judy, aber nichtsdestotrotz, aus der Nase fließt kein Rotz. Was? Ja, wir machen demnächst wieder weiter. Ach Gottchen. Ja, Mensch. No. Bis demnächst.
Mmh.